Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. Moin, so, da ist er wieder, der Bingo-Bär von, der Lila-Laune-Bär von Amazon. Heute ist es komisch gewesen, ich bin heute, also ich komme eigentlich nie zu spät, nie, nie. Und jetzt bin ich heute 20 Minuten zu spät in das Auto, was mich abgeholt hat, eingestiegen und bin aber irgendwie 30 Minuten hier zu früh gewesen. Das ist, ich nehme mal an, durch die Zeitverschiebung. Jetzt könnt ihr mal ausrechnen, was ich für einen Anfahrtsweg habe. Das sind tausende von Kilometern. Und jetzt habe ich hier gewartet, eine halbe Stunde schon, warte ich hier. Nicht, weil der Gast wieder zu spät ist, weil ich bin zu spät losgefahren und bin dadurch eben viel zu früh da und musste deswegen auf den Gast, der pünktlich ist, eine halbe Stunde lang warten. Absurder geht's kaum. So, wer ist heute da? Ich weiß es ganz genau, heute ist meine Mutter. Meine Mutter kommt jetzt gleich rein, haut mir eine Fresse und sagt, sag mal, was ist denn eigentlich hier mit dem Schal los? Warum hast du keinen Schal um? Man hört es, ich bin seit, ich glaube, 1987 heiser. Keiner weiß, ich war schon in Los Angeles beim Arzt gewesen, keiner weiß, was das ist. Ich bin nicht krank, ich bin einfach heiser. Jetzt haben aber Nachbarn, die haben eine Initiative gegründet, hängt ihn höher, heißt die Initiative. Und es geht um mich. Weil ich schreie in der Nacht. Da ist richtig Terror. Meine Nachbarn hassen mich alle. Das sind jetzt ungefähr schon 75 Leute, die mit Spruchbändern und all Plakaten vor meinem Haus stehen und sagen, hör auf, halt dein Maul, sagen die. Hashtag halt die Schnauze. Und ich schreie wohl. Also ich schreie im Schlaf. Ich schreie Sachen wie, ich brauche einen Gärtner! Ich hab tausendmal schon drum gebeten, dass ich einen Gärtner kriege. Aber ich krieg keinen. Und Und ich dachte erst, ich bin erkältet. Weißt du, so kann der eigene Körper einen leimen. So, wir fangen jetzt gleich an. Ich freue mich riesig auf meine Mutter, die ich 30 Jahre nicht gesehen habe. Und jetzt kommt sie gleich. Jetzt kommt Mutti. Es hört nicht auf, dass Eltern sagen, du, bind einen Schal um, ist kalt draußen. Und es hört dann auch nicht auf, dass man das denn nicht macht. Dass man so denkt, was soll denn das jetzt? Mit da kein Schal um, nur weil das minus 7 Grad sind. So, ich habe jetzt die Maske. Ich glaube ja, dass der Gast ein bisschen später kam heute, weil er das Geschenk, weil das so schwer ist, dass er die Treppe nicht hochgekriegt hat. Das ist ein richtig guter Gast. Das ist so ein Geschenk, wenn man da einmal rumläuft, dann ist man auch eine halbe Stunde zu früh am Ort, wo man eigentlich hin wollte. So, wir husten nochmal ab und dann legt er los, der Dampfer der guten Laune. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer, Felix. So, dann ist es mega gar mal spannend. Nein, Martina! Nein, wirklich? Bist du das? Das ist ja herrlich. Oh, hallo, mein Lieber. Mensch. Oh, wie schön, dich wieder zu sehen. Oh, das ist irre. Oh, schön, dass du da bist. Ich bin ja geschockt fast, dass du da bist, weil ja, ich auch. Du kommst ja nicht. Nee, ich weiß. Jetzt sag mal, jetzt im On, wie oft habe ich dich schon gefragt? Also Formate, die längst abgesetzt worden sind, da habe ich schon immer gesagt, Martina, komm noch mal bitte vorbei. Ich weiß gar nicht, ich glaube vor 3 Jahren oder so hast du mich das erste Mal gefragt. Ist das erste Mal? Und dann hast du gesagt, nee, du hast da keinen Bock drauf. Weil du bist mir zu unberechenbar, habe ich dir gesagt, das weiß hast ich noch. Hast du mir gesagt? Ja, das weiß ich noch. Und du hast gesagt, du möchtest mich gerne in deine Sendung einladen, weil ich dir das Rauchen abgewöhnen soll. Ja, stimmt.
Das ist ein Geheimnis, können wir heute lüften. Martina Hill ist seit 3 Jahren dabei, mir das Rauchen abzugewöhnen. Immer wenn und wir hat uns ja sehen. Wunderbar geklappt. Naja, immerhin. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung und vielleicht. Ja, das ist dieses wie heißt es? Ein Vapor. Ja, deswegen bin ich heute hier. Oh, schön. Ja, ich bin richtig ja, ich freu mich fassungslos. Auch. Oh, ich auch. Ja, und jetzt kommst du einfach. Jetzt kann ich dich ja gar nicht mehr anrufen und fragen, komm nochmal. Ich habe ja gar keinen Grund mehr, dich jetzt anzurufen. Doch, klar, du kannst jederzeit anrufen. Ob du nochmal kommst? Nee. Würdest du nochmal kommen? Ja, auf jeden Fall, ich sag mal ja. Aber ist ja eigentlich grundsympathisch, wenn man nicht überall hingeht. So. Ja, ich weiß, keine Ahnung, irgendwie hat sich das rumgesprochen, dass ich nirgendwo hingehe. Also Gott schützt mich vor Menschen, die überall hingehen. Man macht den Fernseher an und die sind überall. Ja. Ist ja langweilig. Ja, vielleicht, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß auch nicht, irgendwie hat es sich nicht ergeben und ich glaube, ich war in einem Podcast bisher bei Barbara Schöneberger. Ah ja, okay. Ja, vor 2,5 Jahren. Der ist gut. Der ist ja, das war schön, das war sehr lustig. Und ja. Wo bist du jetzt, wo kommst du jetzt her? Ich habe gestern Klein gegen Groß gedreht. Oh, was? Wie bei Pflaume? Bei Pflaume. Da waren wir doch zusammen. Ich weiß. Mit Helene Fischer. Genau, da habe ich nämlich angefangen, dir das Rauchen abzugewöhnen, weil du in den Stellproben, Umbauproben ja, immer aufgestanden bist. Ja, da habe ich noch echte Zigaretten geraucht, stimmt. Oh, das weiß ich nicht, Tatsache. Da bin ich rausgerannt auf den Hof und habe schnell geraucht. Da warst du wieder? Musst du dahin gehen? Nach 2 Jahren? Nee, aber ich mag die Sendung, die ist einfach schön mit den Kindern und Wetten. Und ich hatte diesmal auch wieder eine ganz tolle Wette. Ich habe ja voll verkackt da bei der Geschichte. Ich weiß, ja, vor allem. Ich sollte Titelmelodien von Serien auswendig lernen und dachte halt, naja, okay, dann machst du es halt. Und ich dachte halt, die spielen eine 10 Sekunden ein. Mhm. Aber es ging ja darum, dass der kleine Pupi das ja schon in einer Achtelsekunde hat er schon beim halben Ton, der klung, wusste er schon, Vicky und die starken Männer. Ja, die sind. Und ich stand da wie doof. Ich dachte, weißt du, so in meinem hohen Alter, dass man sagt, da ist jetzt kein Pflaume. Und du hast dich auch bestimmt so richtig der geht gut ans vorbereitet. Der geht ans Grammophon und legt die Platte auf und wir haben Zeit. Ja. Ich habe mich gut vorbereitet. Sollte das eine Spitze nein. sein? Habe ich eine Spitze rausgehört? Nein, nein, Quatsch. Nein. Wie lange kennen wir uns jetzt? War ich irgendwann schon mal nicht gut ist vorbereitet? Ist schon Zeit fürs Geschenk? Nee, ne? ja. Nee, doch. Nee, ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen. Wie lange kennen wir uns eigentlich jetzt? Ich würde sagen, seit unserem 9. Lebensjahr. Wollen wir das sagen? Ja, natürlich. Wollen wir das sagen? Ja, unbedingt. Ich hab's noch nirgends gesagt, weil ich dachte, da muss ich ja Martina fragen. Nee. Ich kann ja nicht einfach... Nee. Du darfst. Ich hab aber dann, weißt du noch, bei der Promo, als wir bei LOL... in den O-Tönen saßen, da wolltest du davon anfangen, dann haben wir überlegt, dann habe ich gesagt, nee, hebst dir für die Sendung auf hier. Aber da wusstest du nicht, dass ich deine meine. Ich dachte nur, dann heben wir uns das für hier auf. Warst du da schon eingeladen? Wo? Bei LOL, als wir LOL gedreht haben? Für Feelings? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, vor 2 Wochen oder so habe ich erst zugesagt. Ach so. Ja, also relativ. Nach 3 Jahren. Ja, ich da ging es aber doch relativ fix. So, und jetzt kommt die große Geschichte. Wir kennen uns, seitdem wir 9 sind, haben uns aber nie gesehen. Ja. So. Und aber gespürt. Wie die Geschichte jetzt weitergeht, davon erzählen wir euch im nächsten Jahr, wenn Martina Hill im April nächsten Jahres wiederkommt. Ja. Wir machen es noch spannender. Warte, noch spannender. Ja, wir haben gedreht. Komm, wir fangen bei Adam und Eva an. Genau, wie war das denn? Jetzt ganz ziehen, zurück. Genau, pass auf. Es war so. Genau, wir haben die zweite Staffel LOL zusammengedreht. Da haben wir uns kennengelernt. Beziehungsweise kennengelernt haben wir uns bei Klein gegen Groß. Das kriege ich nämlich nicht mehr zusammen. Habe ich dich erst bei Klein gegen Groß, also kennengelernt im Sinne von, sind wir uns da das erste Mal begegnet und ins Gespräch gekommen? Oder war LOL davor? Ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, LOL ist schon 40, dass ich 40 Jahre dabei bin. Ja, wisst ihr auch. Na, auf jeden Fall. Wir haben dann zusammen in meiner Comedy-Show einen Sketch zusammengedreht. Da habe ich dich für angefragt, ob du Lust hast mit bei mir... Bei Amazon schon. Bei Amazon Prime Amazon. Video. Ja. Ein Sketch mit mir zu drehen. Und in einer Umbaupause haben wir draußen gesessen. Boah, das war dieses Corona-Scheißding. Das war, hattest gerade Corona, warst gerade wieder negativ. Nee, pass auf, negativ. Das war so, Abholung war irgendwie um 6.30 Uhr in Köln. Richtig. Und ich sollte einen Test machen und das Ergebnis kam am Tag davor um 23.50 Uhr. Oh, so, und da stand drin, Corona positiv. Ja. So.
Was für ein Horror. Und ich habe dann irgendwie, glaube, wir haben angerufen bei der Redaktion, ist natürlich keiner mehr angegangen. Ich habe morgens direkt früh... Und ich dachte dann, oh nee, ja, Leute, wenn ich jetzt schlafen gehe und dann morgen aufstehe und dann absagen muss, ist das blöd. Und es ist auch blöd, dass ich nicht ausschlafen konnte, weißt du? Ja, die ging's also, dass aber ich auch nur schlecht. 4 Stunden schlafe, dann aufstehe, dich anrufe und sage, ich bin krank. Ja, ja, das wäre sehr traurig gewesen. Aber Gott sei Dank standst du dann ja doch. Ich war dann nochmal um 6.30 Uhr beim Test irgendwo in Köln und da kam dann raus, dass das abklingend war. Also, dass ich nicht mehr anstecken kann. Okay, ja, cool. Und dann haben wir im Bergischen Land haben wir gedreht. Genau, im Bergisch Gladbach. Muss man mal erklären. Nee, nicht im Bergischen Land. Wir haben in Bergisch Gladbach gedreht. Von Köln irgendwie eine Stunde entfernt. Nein, 20 Minuten. Ja? Ja, das ist nicht so weit. Das war ein Einkaufszentrum, in dem wir gedreht haben. Wo ein Fitnessstudio auch drin war. Ja, genau. Das ist das berühmt-berüchtigte Löwencenter. Wir haben diesen Sketch gedreht, wo du mich huckepackt die Treppe runtergetragen hast. Und das war natürlich ein Trick gewesen mit Greenscreen. So. Ja. Und das war jetzt folgendermaßen, dass ich quasi 4 Stunden, hat der Sketch gedauert, und ich 4 Stunden lang in so einer grünen Strumpfhose rumgelaufen bin. Und wir saßen dann so auf Stühlen. Danke nochmal dafür, dass du das uns angezogen gegenüber, hast. Ich habe so die Beine überschlagen und sah eigentlich aus wie Robin Hood, aber nur untenrum. Weißt du? Ja, ich und haben so mich. Ganz tiefgehende, diepe Gespräche geführt, halt mit dem Mann mit der grünen Strumpfhose. Genau. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hattest du die noch nicht an. Da waren wir noch im Büro bei der Szene und dann weiß ich noch, dass du zu mir gesagt hast in der Probe, ja, du bist doch auch Berlinerin. Ja. Und es ist total seltsam. Ich kenne keinen, der auf meine Grundschule gegangen ist. Und daraufhin habe ich zu dir gesagt, ist ja witzig, ich kenne auch überhaupt niemanden mehr, der auf diese Grundschule gegangen also ist. Also so Wedding halt, ne? Ja, genau. Wedding ist schon mal, genau. Also man lernt viele Leute aus Berlin kennen, genau. Aber nicht aus dem Wedding. Aus dem Wedding schon mal überhaupt also das nicht. Gar nicht. Und selbst der Wedding hat unheimlich viele Grundschulen. Ja. Ne? Und, ja. Ja, aber jetzt ein Kai Pflaume, wenn der in Berlin groß geworden wäre, der wäre nicht im Wedding aufgewachsen. Mit Sicherheit. Also man weiß, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber nicht. Grunewald oder so. Vielleicht, ja. Pflaume wäre aus Charlottenburg vielleicht, genau. So Tiergarten. Aber dass man Leute aus dem Arbeiterbezirk Wedding trifft, ja. Das ist Reiseet. Ja. Und jetzt haben wir uns quasi vom Wedding runtergearbeitet. Genau. Es ging immer mehr, also Gesundbrunnen. Ne? Ich habe dann angefangen, ich bin im Gesundbrunnen groß geworden. Putbusser, Achtung, Lacher. Putbusser Ecke Ramla. Genau. So in einer Ramla-Straße war die Heinrich-Seidel-Grundschule. Und nach Stunden, wo wir immer kleiner, sind wir immer mehr und mehr auf diese Grundschule gekommen. Und dann hat sich rausgestellt, dass wir auf der gleichen Grundschule waren. Genau. Und nicht nur das, sondern auch noch in der Nebenklasse, in der 3a und in der 3b. Aber in welcher warst du? Ich war in der A. Du warst in der A? Ich war in der A. In der B, oder was? Ich glaube, du warst in der B, weil wenn Kurt, wie hieß der? Krömer. Wie hieß er denn mit Vornamen? Denn? Christian. Christian Krömer, Christian mein Krömer. Erdkundelehrer, dein Geschichtslehrer war. Nee, umgekehrt. Mein Erdkundelehrer war dein Klassenlehrer, richtig? Krömer hat Mathe gemacht und Sport. Das war doch dein Klassenlehrer, und oder? Und Deutsch. Ja, dann warst du dein Klassenlehrer. Ja, naja, Krömer ja, war mein Klassenlehrer, genau. Deswegen heißt ich ja... Krömer. Ja, das ist ein bisschen verwirrend jetzt, hat aber wirklich nichts miteinander zu tun. Und ich war in der 3a und mein Klassenlehrer hieß... Oh, ein Arschloch. Und genau, den du... Oh, was für ein Fieser. Ich hab den verarbeitet in einem meiner Soloprogramme. Ist nicht dein Ernst. Der war Musiklehrer. Und ja. Wir mussten immer diese verkackte Glockenspiel spielen. Heißt das Glockenspiel? Ja. Und also entweder Xylophon immer, oder... Nee, wir hatten immer dieses scheiß Glockenspiel vor uns. Ja. Und dann diesen Plömpel und dann mussten wir mal spielen und dann ist der richtig handgreiflich geworden, dass der so ans Handgelenk, also hat richtig so geklatscht, dann hat er den Arm genommen und dann fiss, fiss, rigi, fiss, ha. Das war der Horror. Jetzt, wo du es gerade sagst, ganz ehrlich, jetzt, wo du es gerade sagst, erinnere ich mich, ich erinnere mich an diesen Handgriff. Weil wir auch ja, der ist handgreiflich geworden. Genau, weil wir... Ich mochte ihn eigentlich ganz gern. Ich glaube, nee. Bei mir wurde er nie handgreiflich, weil ich so gut ach so, in Musik weil du gut war. Warst. Genau, ich war super. Ich war sein Sonnenschein in der Musik. Und deswegen hat er mich ja in den Chor gestopft, wo er dich seltsamerweise auch reingestopft hat, wie ich dann erfahren habe von dir. Weiter? Weil, ich war nicht liebe Zuhörer, ich war mit Kurt Krömer in einem Chor.
Doch. Im Chor? Du hast mit im Chor gesungen, hast du mir aber erzählt. Aber er hat mich gehasst. Das war ja immer, das der war wollte immer aber alle im Chor haben. Vorsingen. Der Chor war ihm heilig. Der wollte unbedingt irgendwie alle mal im Chor haben. Einmal ich glaub, im Jahr ich war vorsingen. Eine, die am, genau. Und dafür musstest du auch in die Chorproben. Und dann musste man an die Tafel und dann bunt sind schon die Wälder, musste Geld, man singen. Die Stoppelfelder. Ja. Und ich habe gesungen, bunt sind schon, ja, hinsetzen, Welt. Fünf. Das war ich schwöre dir, der hat mich doch so nicht im Chor genommen. War der so viel? Der hat also mich, also was Musik angeht, kaputt gemacht. Bei mir war es Herr in Mathe. Der hat mich gebrochen. Herr, der hat immer gesagt, verdammt nochmal. Und dann hat er Gummihandschuhe angezogen, so immer. Und dann hat er seinen Koffer aufgemacht. Und dann so hochgeklappt. Und dann hat er die Kreide so angewidert hochgenommen, um uns nochmal zu zeigen, von wegen, ich hasse es, was ich hier mache. Das war ein Mathelehrer. Entschuldigung, dass ich das jetzt, ich weiß nicht. Dürfen wir eigentlich die ganzen Namen sagen? Dürfen wir die Namen, sagen? Sonst piept die vielleicht. Wir piept die, genau, weg. Piept die bitte. Auch das ja, Arschloch. Piepen. Genau. Diese ja, danke. Sackgesicht. Und auch diese ja, die genau. Wirklich, die hatte, die Arschloch. Einfach piepen. Es war ein richtiger ganz ehrlich, ja, er war, ich hab den so gehasst und der hat den Kindern tatsächlich, der hat die Kinder tatsächlich an den Ohren zur Tafel gezogen. Und oh, jetzt, wo ich es gerade sage, ich hab das niemals zu Hause ich hab das auch niemandem erzählt zu Hause. Jetzt, wo du sagst, also ich weiß noch, dass ich ab der vierten Klasse, als wir ihn dann bekamen, habe ich in Mathe total abgebaut. Ich habe mich nicht mehr an die Tafel getraut und Mathe war für mich von da ein Trauma. Ich bin auch in Mathe immer ohnmächtig geworden an der Tafel, denn noch in der siebten Klasse stand ich dann da und bin einfach umgekippt, weil ich, ja für mich war Mathe war traumatisch. Mathe ist bis heute noch. Ich hasse es. Ich hasse es. Also ich mag es nicht. Nee, ich auch nicht. Nee, ich kann eigentlich sagen, also Mathe habe ich gehasst und dann hatten wir in der Oberschule auch den Lehrer dann noch in Chemie und dann wo war Chemie du, für mich auch durch. Wo hell. Aber ist es nicht schön? Ich meine, ich finde es immer noch so unglaublich, dass wir... Ja, da, also wir haben mein auch, Gott, also wir haben müssen auch die gleichen uns Freunde. Doch kennen, ja. Wir sind ja dann auch Freunde weiter, dass ich dich gefragt habe, kennst du Alessio? Ja. Und dann sagtest du, natürlich, ich nee, hab nee, ja die das Nummer. War anders. Warte, es war anders. Du hast gesagt, ja, witzig, ey, die Schule, ich habe ja letztens noch für Stern-TV haben wir ja, gedreht. Ja, genau. Für die genau. Buchpromo und da sind wir sogar an meiner alten Schule. Ja. Und es war unfassbar, da hupt es auf einmal und aus dem Auto hieß es dann so, ey, Alex. Ja. Und ja. dann war da ein alter Kumpel von mir, der Alessio. Und daraufhin habe ich gesagt, Alessio. Ja. Und du so, ja, Alessio. Und habe ich gesagt, mit Alessio habe ich Abi gemacht und meine, weiß ich nicht, und Partys geschmissen. Der heute noch da wohnt. Der wohnt heute noch. Ja. Also die Eltern sind ausgezogen, die haben sich was Eigenes genommen. Ja. Und er wohnt heute noch da. Ja. Vielleicht nein. auch einfach wegpiepsen. Nein, ja bitte. Ja, und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben dann, die Pause war eine etwas längere Pause, beziehungsweise ich glaube, wir haben dann in jeder Pause einfach weiter gequatscht. Ja, und, ja. Wir haben ihn dann angerufen zusammen, weil ich seine Telefonnummer hatte, er nicht mehr. Und dann haben wir ihn angerufen und kennst du noch die Leute von früher alle? Aus dem Wedding? Also viele sind, also einige weiß ich, sind halt tot. Und ansonsten habe ich mit Grundschülern aus der A eigentlich nichts. Nee, eigentlich nicht mehr. Ich war froh. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, dann war ich 13 und dann sind wir umgezogen. Und ich weiß nicht, bist du auch dann weggezogen aus dem Wedding oder bist du da geblieben? Ich bin erst hingezogen. Also du bist aber auch in der dritten erst auf die Schule, hast du gesagt. Kann das sein? Hast du nicht auch irgendwie einen Grundschulwechsel gehabt? Ja. Ja, klar. Ich war ja in Westdeutschland, wie man damals gesagt hat, in Heidelberg. Ah, okay, genau. Ich kam ja von Heidelberg, vom Land. Genau, vom Land. Ich kam von der Kurfürstenstraße, wo in der Kurfürstenstraße Berlin. Kurfürstenstraße, genau. Da bin ich groß geworden. Genau in der Kurfürsten, Richtung 90 Grad hoch. Da, wo die ganzen, also jetzt nicht mehr, aber da der Straßenstrich war da. Genau, das war mein Schulweg. Waren die damals schon da? Standen die Damen da? Mhm. Ja, die standen da schon. Und weil es dann aber in der Zeit, in meiner Grundschulzeit, da sehr oft brannte und Demonstrationen waren, haben meine Eltern dann irgendwann beschlossen, das Viertel zu verlassen. Und dann sind wir ja in den schönen Wedding gezogen. Was ganz anderes. Und das waren damals ganz tolle neue Wohnungen, so ein Sozialbaukomplex. Das war super mit tollen... DGWO so, hat da genau, gebaut. Genau, die DGWO hat also das gebaut. Also da musste zu der Zeit Tschernobyl...
war später, ein, zwei Jahre oder so. Also es muss. Ja, es war aber genau in der Zeit. Es war vierte, fünfte Klasse bei Chernobyl. 83 musste die gewesen sein, wo, wo auch ein massiver, wo massive Wohnungsnot herrschte, glaube ich. Weil die haben ja ganze Karrees dahin gebaut. Da müssen ja mindestens 10.000 Wohnungen gewesen sein, die dahin gebaut haben. Alles war neu. Und auch dann hinten kamen am Vineta-Platz, genau derselbe, war ja auch nochmal so ein Block mit Innenhof. Und Und ich fahre, wenn ich abgeholt werde von zu Hause, fahre ich jeden Tag, also nicht jeden Tag, aber immer, wenn die Aufzeichnung ist, die Badstraße lang. Und an der Ecke, kurz bevor man über die Brücke geht, war früher, ich glaube, zu unserer Schulzeit noch, so ein Imbiss-Restaurant. Nee, den habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Ganz unten, Parterre. Da waren ja diese zwei Häuser. Genau, diese und dann beiden ist ja, Altbauten. Das war so ein Geländer und man musste dann runtergehen. Das war so mehr Souterrain. Ja, 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 auf der rechten Seite. Genau, und da war ein türkischer Imbiss. Ja. Imbiss-Restaurant. Und da saß immer, kennst du ihn noch, Rudolf Platte. Nee. Deutscher Schauspieler. Wirtshaus im Spessart. Kenne ich, aber jetzt. Das war so ein so Nachkriegsschauspieler, Komödiant. Und der saß da immer. Und hat da Suppe gegessen. Okay. Und das haben meine Eltern mir erzählt. Ja. Und dann dachte ich immer, was macht der bei uns? Wir sind doch arme Leute. Warum kommt dieser Filmstar hierher und isst Suppe? Ich habe es nicht verstanden. Ja. Und erst als ich älter war, dachte ich so, ja klar, ich mache das heute noch, dass ich in Wedding gehe oder nach Neukölln und dann Döner essen gehe. Mhm. So, weil das so diese Verbundenheit ist. Weißt du, dass ja. ich dann in so einem Imbiss sitze und denke, ich denke dann an früher. Ja, ich und bin denke, hier bin ich groß geworden. Ja, ja. Ich habe auch eine tierische Sehnsucht. Ich bin gestern in Berlin angekommen und ich hoffe, dass ich es morgen schaffe. Ich will unbedingt in den Wedding und ich möchte mal zu dieser Schule. Also, die Heinrichseidel? Genau, auf die Heinrichseidel. Ja. Und ich erinnere immer mich noch. Dieser hässliche, dieser Delfin oder was? Nee, das ist eine Robbe auf eine Robbe auf dem Ball. Da ist und ich Robbe weiß noch, bei der Einweihung hat der noch gesagt, dass wir alle uns im Kreis drum rum und es gibt noch ein Foto, ach, wo, ich so, wo wir ihn so halten, wo wir uns so alle an der Hand halten und um diese dämliche Robbe so und Kreis da war bilden. So ein, da, also die Robbe saß auf so einer Kugel genau, und, Brunnen, da lief oder? So Wasser runter. Genau, das ist ein Brunnen, genau. Genau. Aber das ist ja der Neubaukomplex. Ich bin ja noch in dem alten. Na, ich auch. Ja, ja, ja. Ja, klar. Ja, klar. Und bei dem Ball mit der Robbe ja. waren Kinder, die sind mit der Zunge da rangegangen. Und kleben und geblieben. Ich bin kleben geblieben. Ja? Auch an der Tischplatte. Ja, ja, klar. Ich hatte immer blutige Zungen. Das war immer so ein Wetting. Warst du das Mädchen? Also es kann sein, dass ich das war. Ich glaube, es war ja nur eine. Das wurde mit einmal der blutigen gemacht. Zunge, genau. Es könnte sein, dass ich das war. Ich habe dich ja nie gesehen. Also wir haben ja, also, wir haben uns nicht gesehen. Nee, das war, weiß ich nicht. Also ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich auch nicht erinnern. Wenn du gewusst hättest, dass ich komme, dann hätte ich dich natürlich angeschrieben und dir gesagt, bring bitte Fotos mit. Ich weiß nicht, meine Eltern, ich habe noch nicht mal Einschulungsfotos, ich habe sowas nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das noch habe. Wenn du sowas hast, irgendwie aus der Schulzeit oder ich kenn so. Ich kenne ja noch so, also ja, da sprachen war wir drüber. Die Beste in Blockflöte. Genau. Die war überall gut. Ja, die war aber in deiner Klasse. Die war in meiner Klasse überall einzeln. Ich weiß noch ihre Haare, ich weiß genau, wie sie aussah. Ja, so eine kaputte Haare und dann eine Dauerwelle. Nein, die kam später, die Dauerwelle. Ja, nee. Aber erst war das so ein kleiner runder Bobschnitt. Genau, wie so Prinz Eisenherz. Den Namen piepen wir auch, ne? Ja. Prinz Eisenherz, ja. Ja, und die hatte war überall fleißig. Eine Eins gehabt und hatte dann auch noch, war auch noch hochbegabt im Blockflöte. Ja, ja, die hatte ich dann in der Oberschule. War mit mir dann warst auf dem Gymnasium. Du warst auf dem Gymnasium? Ja, ich hatte Gymnasialempfehlung und bin damit war bei mir eine Klasse auch. Nein, der war in meiner. War dieser große Typ. Der Schlägertyp. Der hat mir mal eine reingehauen. Ich weiß, das hast du mir erzählt. Oh Gott. Ich habe ihn mal geärgert, ich habe irgendwie gestänkert und dann hat er sich umgedreht und hat mir einen geknallt. Der ist leider auch schon tot. Ja? Ja. Krass. Mhm. Also ich habe es von ein paar Leuten nur gehört, die tot sind. Ich war mal da, gab es im Wedding, gibt es glaube ich heute noch diesen Abenteuerspielplatz. Wo waren der nochmal, Kurt? Der war, oh, warte. Wenn du davor stehst, Badstraße, ganz links. Den Weg links rumlaufen. Und der ist dann, ich kann das jetzt nicht so gut erklären, ganz links. Ich weiß nicht, wie die Straße, da ist Flohmarkt ist da immer gewesen, in der am Straße. Am Husky hoch. Genau. Ja. Und da die Parallelstraße zu der Flohmarktstraße. Da hoch, ungefähr 200 Meter, ist ein Abenteuerspielplatz.
Ja. Und da waren echt auch wilde Gesellen immer mit dabei. Das war ja auch Richtung richtig. Ernst Reuter dann schon, ne? Ja, das ist dann wo schon, ich ja dann auf der Schule war. Das war die schlimmste überhaupt für uns. Also ich wusste immer so, Martina, egal welche Schule, aber du darfst auf keinen Fall auf der Ernst Reuter landen. War die damals schon so schlimm? Also die hatte einen mega üblen Ruf. Also vor allem dann so, ja doch, nee, also die Ernst Reuter, die war hinten bei dem Kaisers, ne? Ja, das war die Parallelstraße zur Bernauer. Ja. Wo ja früher die Mauer stand. Genau. Da sind wir immer hin, haben so Steine genommen und haben die auf den Grenzstreifen geworfen, weil wir gehört haben, da sind Tretminen. Ja. Und wir haben Steine geworfen und wollten, dass es knallt. Hat dein Vater dir auch immer gesagt, du sollst deinen Personalausweis mitnehmen, falls du kontrolliert wirst? Nee, aber weißt du was? Uns hat dann so ein Opa gesehen, wie wir Steine rübergeschmissen haben. Und dann kam er zu uns an und hat gesagt, ihr müsst aufpassen. Alle 100 Meter, da ist eine Geheimtür in der Mauer. Die machen die auf und dann greifen die euch und dann ziehen die euch nach drüben. Und da haben wir nie wieder einen Stein geworfen. Oh, krass. Ich glaube bis heute noch dran, dass diese Geheimtüren existiert haben. Oh. Da sind wir beide an der Mauer groß geworden. Ja. Mhm. Und da war ich auf der Ernst Reuter und die Ernst Reuter... Ja, das war ja eine Gesamtschule. Gesamtschule. Genau, und ich war auf der, wie hieß sie denn, das auf dem Ranke-Gymnasium, dieses orangefarbene Riesenkomplex mit der Bücherei unten drin. Da haben die, Heike, die erzählt, ne? Da habe ich ja gedreht. Denn, jetzt hört sich jetzt so großartig an. Ich war Statist gewesen bei unser Lehrer Dr. Specht. Ja. Das wurde immer da gedreht. Du warst auch Statist? Ja. Von wann? Ich habe auch, ich habe Komparserie gemacht, so mit 18, 17, 18, muss 19. Muss ich auch so 18 gewesen sein. Wahrscheinlich waren wir in derselben Komparsenagentur. Die waren Reinickendorf. Ich war, nee, meine, also ich bin gut rumgekommen. Ja, ich auch. Ich habe bei ganz vielen Fernsehproduktionen mitgemacht, zum Beispiel bei Harpe Kerkeling, bei Kein Pardon. Boah. Bin aber nicht zum Einsatz gekommen. Das hast du mir erzählt. Da habe ich ja nur so, so Serien gemacht und so. Meistens wusstest du ja als Komparse überhaupt nicht, wo überhaupt du eingesetzt nicht. Du wusstest nur, dauert jetzt 5 Stunden und dann wusstest du, okay, das sind 60 Mark. Genau. Und dann wartest du in irgendeinem Bus oder so, in einem Wärmebus oder in irgendeinem Raum und dann irgendwann wird dir gesagt, dass du von rechts nach links laufen komm mal sollst. Her, ja. Genau. Und hattest du auch damals, dachtest du denn, also ich dachte das, dass ich denn entdeckt werde. Natürlich. Dass der Regisseur kommt und sagt, der Typ da hinten, sie stehen so wunderbar, genau. Sie sind so talentiert im Stehen, wollen sie nicht eine Hauptrolle spielen? Ich habe es sogar mal geschafft, in einer Produktion dann auf einmal spontan eine Sprechrolle zu bekommen. Das waren Komparsen verkleidet als Prostituierte, ich war eine davon. Ja. Und wir mussten draußen irgendwo oben am Kudamm auf einer Straße stehen, in so einer langen Reihe. Und dann hat der Regisseur mich ausgepickt und ich habe total versagt. Wusstest du noch, was du gesagt hast? Nein, ich sollte wahrscheinlich sagen, hey, na, hast du Bock? Keine Ahnung, ich war so weißt du noch, wie der Film hieß? Nein, keine Ahnung. Ich habe mal bei einem mitgemacht, der hieß der Kalte Finger im Berufsinformationszentrum. Kennst du das noch am Ernst-Reuter-Platz? Ja, nicht klar. Im Berufsinformationszentrum im ersten Stock, sondern ganz oben. Da ist so ein Casino oder was. Da hatte ich immer Respekt vor. Oh Gott, erinnere mich nicht daran. Nicht ans Berufsinformationszentrum. Oh mein Sollen Gott. Wir das erklären für die jungen Leute? Das Berufsinformation, da lag früher in einem Raum, waren dann so ganz viele Schütten mit den verschiedenen Berufen ausgedruckt, alphabetisch. So genau, und dann konntest du dir dann einen Beruf aussuchen und hattest dann da die Kontakte. Wenn bist du auch dann, hast du die Mappe auch aufgemacht und bist auf die Seite gegangen, wo das Gehalt stand? Oder hast du dir wirklich alle? Nee, ich habe gar nicht. Das war nicht. Ich bin da immer nur so rumgelungert und habe irgendwelche Zettel Gehalt mitgenommen. Und dann gesagt, Gaswasserinstallateur 3000 Mark im Monat, nehme ich. Das weiß ich nicht. Friseur 1000 Mark, nehme ich nicht. Nee, so habe ich nicht. Also so habe ich nicht gedacht, sondern ich dachte so, okay, worauf habe ich Bock? Und bin dann immer mit leeren Händen nach Hause. Und hast du was gelernt eigentlich? Richtig? Nicht so richtig. Was Anständiges? Mein Vater hat immer gesagt, mach eine Lehre, mach unbedingt eine Lehre. Meine Mutter hat gesagt, studiere. Und ich habe aber nach dem Abitur im Gegensatz zu allen anderen überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Also Zahnärztin oder so. Ich wusste überhaupt nicht, hättest was ich studieren Zeug dazu soll. Gehabt? Nee, Schulisch? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Also das Abi habe ich mit Ach und Krach irgendwie so mit einer 3. Ich glaube 3-0. Und aber wirklich mit, also. Ja, ich war fleißig, sagen wir mal so. Fleißig? Genau, ich war einfach fleißig und habe auswendig gelernt. Aber
dann dachte ich mir so, okay, dann bewerbe ich mich jetzt an der Humboldt-Uni für, mal sehen, was kann ich denn hier ankreuzen? Und dann habe ich, glaube ich, Chinesisch und alte Geschichte, glaube ich. Und dann was war denn da der Plan? Ich dachte, ich hätte ein Talent für Sprachen. Wenn ich keine Zahnärztin werden kann, dann studiere ich Chinesisch. Ey, ich weiß es nicht. Ich fand irgendwie Chinesisch toll und dachte mir, ich dachte damals, ich wäre ein Sprachentalent, was überhaupt nicht der Fall ist. Und habe dann 2 Wochen später von der Humboldt-Uni einen durchgestrichenen Bogen zurückbekommen. So von wegen, in der Kombi kann man das so nicht studieren. Ja. Und dann war ich so abgefuckt, dass ich gedacht habe, nee, so schon mal gar nicht. Sport studieren und Netflix-Serien gucken. Und kochen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich krieg's ja noch nicht mal auf die Kette, mich richtig in der Uni einzuschreiben. Ja. Ich war auch da, das hat mir einfach nur... Boah, ich weiß nicht, ich war total überfordert. Und ich wollte mich natürlich nicht für was Falsches entscheiden. Das heißt, ich wollte natürlich den richtigen Weg wählen und nicht irgendwas studieren oder irgendeine Ausbildung machen. Ja. Und ich wusste wirklich, ich habe nichts gefühlt. Ja. Ich habe einfach nicht so wie andere diese Hobbys und Interessen oder Stärken. Ja. Ich bin recht sportlich irgendwie damals, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also habe ich gedacht, dann gehe ich jetzt erstmal rumjobben und... Reise rum, was ich nie gemacht habe. Ich habe einfach nur rumgejobbt. Genau, nee, ich bin nie gereist, weil ich viel zu sparsam war, weil ich dachte, ich gebe die Kohle, die ich jetzt hier irgendwie hart verdient habe, doch nicht aus für einen Urlaub. Ich blöde. Und dann habe ich halt, aus einem Jahr wurden dann 3, 4 hier gekellnert, da geputzt. 10, 15, 30 Jahre. 40 Jahre später. Aber viele Wege führen nach Rom und irgendwie sollte es, glaube ich, dann auch so sein. Und wie bist du denn zum Fernsehen gekommen? Ich habe irgendwann mal in Berlin-Charlottenburg in so einer ganz kleinen Eckkneipe gearbeitet und fleißig Biere gezapft. Und dann war mal irgendein Gast da, der bei damals Radio 100,6 gearbeitet hat. 100,6? Kennst du noch? Natürlich. 100,6? Komischer Sender. So, ja, das war... Was war das? Was ist das? Ich weiß heute? Nicht, da war irgendwie ein Frosch, den gibt es nicht mehr. RTL 2, ja, so als glaube, Radiosender. Das kann sein, ja. Also da habe ich aber dann... Genau, und der eine Gast, der hat da irgendwie als Redakteur gearbeitet und meinte, er könne mir da ein Praktikum besorgen. Ja. Und ich so, ja, klar, warum als nicht? Als denn, als? Als weiß ich denn nicht, keine Ahnung, ja, genau. Also als. und um ein Volontariat dann, genau, ein Volontariat vielleicht. Was man als Journalistin dann. Halt so macht. Also um dann Journalistin zu werden, macht man das Praktikum. Mhm. Naja, und hat dann, ja auch nicht funktioniert. Aber die Kurve zum Radio, die blieb dann erstmal. Aber die erste Kurve dann zu 100,6, da habe ich dann ein Praktikum für 2 Wochen gemacht. Und. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht mal, wie man einen Computer anmacht. Naja, aber wann war das? Da gab es schon Computer. 96? Ich habe 95 Abi gemacht und das war ja, es war so 97, Computer. 98. Doch, da gab es schon Computer. Aber eben, da hatte man jetzt noch nicht sein klassisches Laptop zu Hause oder so, das nicht. Das aber jeder hat dann auch in der Schule oder so schon mal irgendwie so ein Ding angemacht oder ja, so. Wie hießen die bei uns? C64? Genau, genau. Auf jeden Fall war ich, weiß ich noch, mein erster Tag und ich war nicht imstande, diesen Computer anzumachen und habe mich dann einfach auf dem Klo eingesperrt. Weil du dachtest, ich wollte mich nicht, die retten mich dann. Ich wollte einfach nur, dass der Tag vorbeigeht und dachte so, ey Leute, ich kann doch jetzt nicht sagen, entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir vielleicht hier, und dann habe ich am Monitor rumgedrückt und heute geht's am Monitor an, aber damals waren diese riesen fetten Dinger ja unterm Tisch, aber das wusste ich nicht. Und habe dann halt oben am Monitor und habe dann gemerkt, so, fuck, was passiert hier nichts, ich habe keine Ahnung, Login. Und bin dann auch auf Klo und habe dann irgendwie da gewartet, bis der erste Tag einfach an mir vorübergeht. Scheiße, und das 2 Wochen lang. Und dann, das Krasse war, dann saß ich irgendwann morgens in der Redaktionssitzung, alle Journalisten so, alles klar, wer geht wohin und so. Und dann ging der Finger auf mich, du gehst zur Seehofers Konferenz. Ach, und machst uns da einen Beitrag. Ich muss wahnsinnig kompetent rübergekommen sein. Ich habe keine Ahnung, warum die mich ausgesucht haben. Ich musste nur in dieser Runde sitzen und der Finger ging auf mich. Ja. Und ich hatte damals so Horst Seehofer? Ja.
Genau. Denn noch nie gemacht. Denn nein. Ich sollte einfach hin. Ich sollte die Aufnahme starten. Und damals hat man das noch mit den Bändern geschnitten. Ach du Scheiße. Ich hatte konstant Migräne, 2 Wochen lang, weil ich so einen Druck hatte. Ich meine, letzten Endes hätte ich einfach sagen können, Leute, es ist irgendwie nicht meins, ich gehe. Aber ich habe keine Ahnung. Ich wollte das irgendwie durchziehen. Und es geht ja auch um die Zukunft. Und schließlich will ich ja auch was werden. Und was mache ich denn jetzt? Und jetzt hast du hier mal die Chance. Und dann bin ich damals ich hatte gerade den Führerschein, den ich mir mit vielen Kellnerschichten erarbeitet habe, hinter mir. Ich kannte Berlin bis dato wirklich nur mit der U-Bahn und bin die ersten Male oben lang, und zwar mit einer kleinen alten Simson aus dem Osten. Für mich ist das ein oben lang. Und habe dann kurz nach dem Mauerfall gab es halt diese ganzen Schwalben und Simsons. Ja. Und ich habe mir eine alte Simson von 1974 mit einem Tank, ein lila Tank mit einem Löwen drauf, für damals 800 Mark gekauft. Und viel Geld. Das war viel zu viel, die haben mich total abgezockt. Oh Gott, wie wir schon Aber ich sagen, habe mich Geld. in diese... Viel Geld, liebe Kinder. Kino hat damals 5 Pfennig gekostet. Ja, aber 800 Mark für so einen Schrotthaufen war, das war, aber ich habe mich verliebt in diesen, vor allem weil es ein Löwe auf dem Tank. Ich fand es so schrecklich hässlich, dass ich dachte, der ist schon wieder cool, wenn ich die jetzt matt schwarz mache, aber den Löwen drauf lasse, ist die richtig cool. Und dann habe ich die mit einem Freund dann umgesprayt und dann sah die cool aus und die war super frisiert. Das heißt, die ist fast 80 gefahren. Und war mega schnell mit Fußschaltung und so. Ja. Und damit bin ich dann tatsächlich durch Berlin gekurft. Zu Horst Schön so im Winter mit 7 H&M-Handschuhen, weißt du. Ich glaube, deswegen, ich kriege irgendwann Rheuma, die Rache kommt. Und dann bin ich mit dem Teil zu Horst Seehofer. Was war der damals? Keine Ahnung. Einfach schon der Horst. Und der Horst. Der war horstig. Ja, naja, ich saß irgendwo, ich glaube, keine Ahnung, relativ weit vorne und es ist wirklich wie verhext. Und ich halte die ganze Zeit so und suche auch extra keinen Augenkontakt, weil ich die ganze Zeit... Aber wie war... Der wusste, ich habe einfach auf Rekord gedrückt. Ganz viele. Ach so. Nein, das war eine öffentliche Pressekonferenz. Nein, ich sollte jetzt nicht im Er wusste, Face, dass du kommst und er hat gesagt, die soll kommen, aber die sollen nichts fragen, die sollen einfach mit dem Mikrofon vor Mund halten. Nein, das war eine riesen Pressekonferenz. Das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, okay. Ja. Und hab dann halt wie alle anderen auch dann einfach so und dann auf Record gedrückt und dachte mir so, okay, mal gucken, was aufnimmt. Und dann ganz zum Schluss sagt er dann auch noch, haben Sie irgendwelche Fragen? Sie vielleicht. Und zeigt einfach auf mich! Wieder? Nein! Natürlich, was soll ich sagen? Nein, ich habe gar nicht zugehört. Der nur O-Ton sammeln. Genau. Ja, und mit diesen O-Tönen bin ich dann zurückgehetzt auf meiner Simson. Und musste das dann halt an diesem Teil schneiden, das habe ich mir dann erklären lassen und irgendwie... So matt, also so Magnetband. Ja, genau, noch, also genau, mit 2 Bändern. So Tonband. Krass. Und dann mit Karten, mit Kleben richtig und so und das hat auch Spaß gemacht. Und tatsächlich ist dieser O-Ton dann auch ausgestrahlt worden, den haben wir dann zusammengeschnitten und und dann irgendwann gab es mal... den glücklichen Zufall, dass es einen Text gab, der eingelesen werden musste. Ja. Und die Frau, die den Text geschrieben hat, die war nicht mehr da. Und ich habe das mitbekommen und dachte, so und jetzt warte ich hier. Und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht die Gelegenheit nutzen kann und ans Mikro komme. Dann lese ich einfach den Text vor. Den habe ich zwar nicht geschrieben, aber who cares. Und dann habe ich einfach stumpf gelogen und gesagt, dass ich hier sitze, weil ich noch den Text einspreche. Ich habe einfach gelogen und dann habe ich den eingesprochen. Das hören die jetzt aber vielleicht. Oh nein, das ist schon ganz lange her. Dann musst du nochmal zu Seehofer. Nein, aber es ist gut ausgegangen. Du musst vielleicht nochmal zu Seehofer. Nein, ich weiß gar nicht mehr, was ich vorgelesen habe, was Geile war. Aber war es Comedy oder? Nein, es war irgendein stumpfer Text, ich weiß es nicht. Ach so, Wetter oder so. Ja, es war irgendwas. Vielleicht war es auch ein, weiß ich nicht, ein Verkehrshinweis, ich erinnere mich nicht. Auf jeden Fall habe ich den eingelesen. Rudolf Wieselbrücke ist wieder gesperrt. In meiner kleinen Wedding-Butz, ich habe damals zu der Zeit im afrikanischen Viertel oben gewohnt. Ja, Rehberge da. In Rehberge, in der Togo-Straße. Ja. Das war damals ein BVG-Wohnungsbau da, und mein Vater, der hat bei der BVG gearbeitet, deswegen habe ich da eine kleine Wohnung bekommen. Das war meine erste Wohnung. Und da weiß ich noch, da habe ich meinen Kassettenrekorder dann so, dann habe ich das aufgenommen und hatte tatsächlich auf einer Kassette eine echte erste Sprachaufnahme von mir aus dem Rundfunk. Und irgendwie, ich glaube, das war der Anfang. Ich weiß nicht, ich wollte kein Rundfunksprecher werden und ich wollte keine Journalistin werden, das wusste ich. Aber irgendwie hat mir dieser kleine Moment am Mikrofon unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, und das dann auf einmal im Radio zu hören. Und dann rief der Sendechef an
und meinte dann zu mir am Ende, das war dann irgendwie der letzte Tag meines Praktikums, und ich wollte natürlich im Leben kein Volontariat und dachte, bitte, bitte sag, dass es vorbei ist, schick mich weg, bitte, bitte. Und dann sagt er, ja. Ein Volontariat für Sie, 12 Jahre. Ich habe leider keinen Platz für Sie, aber ja. Mir hat Ihr Moderationstext so gut gefallen, ja. Ich würde gerne mehr von Ihnen hören. Und zwar gibt es ja bei uns den berühmten Verkehrshubschrauber. Und da würde ich Sie ganz gerne mal, ja, das einfach mal ausprobieren lassen. Der Verkehrshubschrauber. Den Verkehr quasi von oben live. Bist du denn mit einem Helikopter über Berlin geflogen und hast gesagt? Ja, ich habe gekotzt, ich hab das ganze Teil voll gereiert. Und natürlich, weil ich ja Berlin nur von unten und nicht von oben kannte. Wie, wirklich? Du warst wirklich im Helikopter über Berlin unterwegs? Ich bin in dem berühmten Verkehrshubschrauber. Das war der allererste Verkehr. Na, nix. Ich hab gekotzt. Der Kudamm ist gesperrt. Dann ist dann so, oh, wir sind jetzt hier. Und so Kopfhörer auf. Und ich habe ja Höhenangst, falls ich das. Stimmt. Ja, ich habe ja wahnsinnige Höhenangst. Ja, und ist ja beim Helikopter, die sind ja nicht so. Ist ja gar kein Problem. Die fliegen ja nicht so hoch. Das Geile ist, Höhenangst und dann tatsächlich den Führerschein erst seit einem halben Jahr. Das heißt, Berlin von oben. Aber du bist ja nicht selber geflogen. Also. Nein, nee, ganz so weit. Ist ja ganz schlimm, fast nicht. Aber ich kennst ja, also Frauen und Straßen. Also ich hatte mit Straßennamen und. A4 Autobahnkern, wo Stau ist. Nicht nur bei Frauen so. Nein, und mir war so übel, mir war so kotzübel und ich habe gar nichts mehr gesehen. Ich habe immer nur gesagt, okay, wo ist die Siegessäule? Wo ist die Siegessäule? Da ist die Siegessäule, dann ist hier der Tiergarten irgendwo. Und es kam aber nichts von mir. Oh, jetzt hier, okay, wir gehen. Und das war denn live? Ja. Ich habe nichts gesagt. Ich habe da nichts gesagt und dann hat der andere irgendwie übernommen. Ja, ganz schlimm, ganz schön Versagen hoch 10. Und dann habe ich, der wollte es einfach ausprobieren und wenn es nicht gegangen, da war ja jemand, der dann übernommen hat. Jetzt ein Scherz erlaubt. Genau. Es hätte ja sein können, dass ich wahnsinnig kompetent bin. Also ich muss eine unheimliche Kompetenz ausgestrahlt haben zu der Zeit. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe tatsächlich diese Chance bekommen. Mir war halt wahnsinnig übel. Ich habe halt nichts gesehen. Ich konnte auch nichts sagen zum Verkehr da unten. Und, tut mir leid, Freunde. Genau, und dann landet der halt. Und ich saß dann dann halt zurück in der U-Bahn und war natürlich wahnsinnig niedergeschlagen, weil kein Volontariat. Komplett versagt im Hubschrauber. Die Chance meines Lebens. Ich habe es fast geschafft. Hat der Chef noch mal was gesagt? Nein, nie wieder, nie wieder. Du bist dann da, du warst raus. Genau, ich war raus und kurz darauf schrieb mir dann das Sozialamt, ich habe Sozialhilfe in der Zeit dann empfangen und dann hat das Sozialamt gesagt, dass sie meine Miete nicht mehr zahlen können, wenn ich nicht innerhalb des nächsten Monats mich wieder vorstelle und Bewerbung vorlege, ne? Was auch super war. Ja. Du musst einfach Bewerbung vorlegen oder irgendwie was machen oder dich irgendwie so irgendwie zeigen, dass du irgendwas... Dann wäre das eigentlich geil gewesen beim Radio, oder? Ja, das war natürlich vor allem, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, irgendwie ist hier was, das könnte was werden und dann hat das einfach nicht geklappt. Das war natürlich eine wahnsinnige Niederlage, weil ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste, dass ich Flugangst habe, weil ich bin zu dem Zeitpunkt nie geflogen. Meine Eltern konnten sich Urlaube nicht leisten. Ja. Also ich war nie in den Urlaub geflogen bis zu dem Zeitpunkt und das war mein erster Flug, wenn man so will. Mhm. Dieser Hubschrauberflug und da habe ich dann halt festgestellt, oh fuck, das ich habe Panik. Gar keinen Bock. Gar nicht so meins. Die Scheiße hier. Und ich wollte gerade sagen, ich rede viel zu viel, erzähl du jetzt. Nee, ich komme hier voll ins Plappern. Denke ich so, ach so, nee, ich bin das ja... Das ist spannend. Du warst beim Sozialamt und das Sozialamt hat gesagt, du musst dich weiter bewerben. Genau, das Sozialamt hat netterweise eine kurze Weile für mich die Miete übernommen, wofür ich bis heute sehr, sehr dankbar bin. Ja. Und dann haben sie mir angeboten, dass ich in Kreuzberg, in der Oranienburger Straße... einen Kurs mache bei, der hieß damals Job Connect. Und das Job ist, Connect. Genau, und zwar ging das ein halbes Jahr und es ist ein Bewerbungstraining. Ach, sind diese Lehr- habe ich auch mal gemacht, am Hotel am Kurfürstendamm. So ein da habe ich auch gearbeitet. Nein. Nein. Martina, jetzt reicht's. Oh Gott. Da warst du auch? Das ist auf der Ecke. Das ist fast Adenauer Platz. Ja. An der Ecke ist das, ich weiß nicht, ob es das heute noch so war, Graffiti. Wo früher mal Horst Buchholz hatte immer Kaffee getrunken. Ich habe da mein Praktikum. Boah, wie alt wir sind, Horst Buchholz. Alter, das war kein Schwein mehr. Ich werde nächstes Jahr 50. Ja, ich auch. Krass. 3a, 3b. Ja. Merkst du selber, wa? Nee, ich war ja damals 4.
Ich war in der 3A, 4, hoch. Genau. Ich war 2,5. Nee, da warst du auch. Ich glaube, das ist das Hotel. Aber das war nur ein das Schulpraktikum in der 9. Das war ein ganzes Hotel. Aber warte mal, Graffiti, warte, vielleicht war es das nicht. Graffiti ist Adenauer Platz an der Ecke. Ich weiß nicht mehr, ob das heute nur so heißt, ein Eiscafé. Oh, das war, nee, warte. Oder was? Doch, das Graffiti ist auf der Ecke. Da konnte man morgens dann immer, wenn man rumgezogen ist, ne? Wenn man nachts ja, unterwegs war, konnte man im Graffiti frühstücken. Ganz eine Eisdiele, Café, ja, Restaurant, Cocktailbar. Ja, das war eher so ein Ort, wo man dann, wenn man die Nacht sich irgendwie um die Ohren gehauen hat, dann ist man ins Graffiti frühstücken gegangen. Je nachdem, was du für einen Beruf hattest. Oder ins schwarze Café. Natürlich. Hatten die. Ja, genau. Schwarzes Café. Kennst du das schwarze Café? Naja, natürlich. Ja. Da war ich mal, da habe ich neu getrunken und da habe ich einen Schnitzel gegessen und ich war mit 3 Leuten am Tisch und dann gucke ich so nach rechts. Und dann saß neben mir Bastian Pastewka. Kennst du das wie in so einem Comic, dass man nochmal nach links geguckt hat und dann nochmal nach rechts? So, weißt du? Ja. Und er saß da. Wir kannten uns noch gar nicht. Ja, schöner Laden. Da kannte man sich noch nicht, ne? Aber das war wirklich so ein, wenn man bis 7 Uhr morgens gefeiert hat. Ja, ja, da konntest du halt da frühstücken. Noch, das war halt so Frühstücken. Ein Lachsfrühstück genommen. Naja, was man sich halt leisten konnte. Auf jeden Fall, und diese Job Connect, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber das war natürlich eine tolle Sache. Ich hatte in der Zeit natürlich auch keinen Bock drauf. Ja. Und ich war auch viel älter als alle anderen Teilnehmer. Da waren teilweise Schulabgänger nach der 10. oder 8. Und ich war halt, ich habe ja schon ein paar Jahre dann rumgejobbt und mich ausprobiert. Und tatsächlich haben die dann aber einen Praktikumsplatz deiner Wahl ein halbes Jahr finanziert. Und das war natürlich super attraktiv für den jeweiligen Betrieb oder so. Ja. Und ich habe dann gesagt, ich möchte gerne ein Praktikum bei Radio 1 machen. Ah. Ja, und da lag deine CD das erste Mal bei mir auf dem Tisch und dann habe ich die geklaut und habe deine CD gehört. Du hast meine CD geklaut? Ja, natürlich. Was ich war ein super großer Fan von dir. Also bin ich immer noch natürlich. War ich da schon? Später dann. Wann waren die? Ich war da sehr lang. 98, 97 vielleicht? Nee, 96? Nee, wann später. Wann hast denn du? Radio 1 war bei mir 2000. Dann sage ich dir was. 2 oder so. Aber ich war ja nie vor Ort. Ich habe ja immer. Nee. Ich wurde aber mal angerufen. Es haben Künstler uns CDs geschickt. Rohlinge. Ja. Dann habe ich mich beworben. Ich glaube, du hast dich beworben bei Radio 1. Kann das sein? Nee, das war so gewesen, dass ich war bei Wiebrecht und Skopin. Ja. Die haben ja damals schon. Also, die haben ja so das Programm gemacht. Die waren jetzt nicht Unterhaltungschef oder so, aber die haben da irgendwie immer mitgemischt. Und die waren auch zuständig für neue Leute. Und dann war ein Mann, glaube ich, der da immer so eine Rubrik hatte, der war im Urlaub. Oder der sollte in Urlaub gehen. Mhm. Und dann haben die mich angequatscht, haben gefragt, kannst du die Urlaubsvertretung machen? Ja. 3 Minuten, immer freitags. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mach ich. Wann so, war das? 2002. Ja, okay, nee, da war ich schon und pass wieder auf, weg. Dann bin ich raus und dachte dann, scheiße, zu dem Zeitpunkt bin ich ja auch im Urlaub. Da war ich auf Kuba und dann habe ich den jetzt so verkauft, dass ich, also das war der Bericht aus Neukölln, sollte das heißen. Ich habe gesagt, wir können noch starten mit der Bericht aus Kuba. Wie wäre das? Und dann war ich 3 Wochen auf Kuba und habe jeden Freitag angerufen. Und was ich nicht wusste, Sozialismus, da gibt es ja keine Telefone, die nach draußen telefonieren können. Weißt du, ist ja wie DDR, da konntest du nicht sagen, ja, ruf mal hier im Westen an, ich muss zu Radio 1. Und das waren dann immer so 5-Sterne-Hotels. Mhm. Ambus Mondus zum Beispiel, wo Hemingway geschrieben hat und so. Da war ich einmal. Und dann im tiefsten, also fast schon Urwald, unten Santiago de Cuba. Also einmal ganz runter, wo so ein Dorf war und da gab es ein Dorftelefon. So, und da saßen halt die Muttis. Freitags, weißt du? Die sagt haben, jetzt setze ich mich mal schön hin und quatsch mal schön. Und da standen vor mir 10 Muttis, die telefonieren wollten, wo ich wusste, ey, jeder von denen telefoniert jetzt 3 Stunden lang. Und da habe ich mit Händen und Füßen erklärt, dass ich jetzt gerne bei Radio 1 anrufen würde in Deutschland. Und es hat funktioniert. Also ich war immer, ich glaube, 15 Uhr on air mit Zeitverschiebung und geil. Entweder Urlaub, Urwald oder aus irgendwelchen obskuren Hotels. So. Ja, okay. 2002 war ich nicht mehr bei Radio 1. Da habe ich dann die Schauspielschule schon hinter mir gehabt. Und, da ging es schon richtig ab. Da war ich, ab ging es noch nicht. Ab ging es, glaube ich, erst zu 2000. Naja, ab. Also von Leben
glaube ich, konnte ich erst so 2004, dass ich nicht mehr Kellnern, parallel Kellnern bin. War bei mir, glaube ich, auch so. 2004. Mhm. Wo so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Hm. Ich kann ja die Miete zahlen. Hm. Ich weiß noch, mein letzter Job war als Türsteherin am Lützowplatz in der Trompete. Und Trompete? Ich werde das nie vergessen. Trompete. Trompete war der Ort, wo damals Wolfgang Neuss immer aufgetreten ist. Das hast du mir erzählt, aber da war ich, glaube ich, noch nicht. Wolfgang Neuss war ja auch 60er Jahre. Ja. So alt sind wir jetzt auch ja, noch nicht. Nee. Aber ich habe hab 2 Jahre Tür gemacht in der Trompete. Du warst Türsteherin. Mhm. Und ich muss wahnsinnig kompetent mit der Zeit. Standest du vor der Tür und hast gesagt, geh weg jetzt hier, sonst knall ich dir eine? Nein, aber ich war dafür zuständig, auch zu kommunizieren, wenn jemand an der Tür stand, der vielleicht jetzt nicht so ins Klientel gepasst hat oder schon zu betrunken war oder irgendwie ein bisschen Randale wollte oder wenn es eine zu große Gruppe war oder so, dass man dann einfach liebevoll und total freundlich irgendwie auf die zugeht und sagt, jetzt ist drin gerade hier voll uncool. Du bist besoffen, geh jetzt, sonst knall ich dir eine. So ungefähr. Aber ich hatte ja Unterstützung noch. Jetzt sagst du noch liebevoll, aber gleich knallst. Genau, ich trete dir gleich auf den Fuß. Pass auf, Freundchen. Türsteherin, auch geil. Ja, und ich erinnere mich noch an die letzte Schicht. Da habe ich, glaube ich, einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich am nächsten Tag nach Köln fahren durfte, um da dann in einer Comedy-Sendung zu drehen. Und ich weiß noch, dass ich ein Auto hatte von einem Freund, der eine Zentralverriegelung hatte, also die Karre. Und ich will losfahren und habe extra noch gesagt, die Schicht muss früher zu Ende gehen, weil ich muss noch Text lernen und morgen so früh los. Und dann hat sich diese Zentralverriegelung einfach auf dem Hof verriegelt und ich kam nicht mehr in dieses Auto. Zentralverriegelung halt. Zentralverriegelung von außen. Und keiner weiß, wann verriegelt wird. Ich bin so wird. Durchgedreht, weil ich so aufgeregt war und es war irgendwie so ein großer Moment. Deswegen vergesse ich niemals meine letzte Schicht in der Trompete. Aber war eine coole Zeit. Immer schön nachts bis um 2 und dann mit dem Nachtbus nach Hause. Buff. Bist du froh, dass das vorbei ist, die Zeit? Oder? Ja, ehrlich gesagt, ja. Ich möchte nicht zurückspulen. Ich möchte da nicht zurück, weil es. Ja, wenn du ewig so mit Existenzängsten ringst und irgendwie nicht so richtig weißt, wo du hingehörst oder was so dein Ding ist, das ist wahnsinnig frustrierend. Und. Hat in meinem Kopf, glaube ich, unheimlich viel Zeit eingenommen. Und deswegen war das einfach keine schöne Zeit. Und das ist ja auch eine Umbruchphase. Mhm. Und wenn du dann irgendwie merkst, irgendwie jeder hat irgendwie einen Plan und die Welt ist so groß und es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich bin einfach nicht in Tritt gekommen. So würde ich das heute beschreiben. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden und habe auch irgendwie das Gefühl, ich kann jetzt auch nicht so richtig was, ehrlich gesagt. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich jetzt mich so richtig reinhängen könnte. Und tatsächlich war es dann dank des Praktikums das Arbeitsamt, nicht das Sozialamt. Und dieses halbe Jahr bei Radio 1, das verdanke ich bis heute den Moderatoren Daniel Finger und Sven Oswald. Ja, klar. Und Daniel hat damals gesagt, ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, tatsächlich hat Daniel Finger damals zu mir gesagt, Mensch Martina, irgendwie habe ich das Gefühl, du hast irgendwie eine nette Stimme, hast du nicht mal Bock mit mir und Sven am Mikrofon irgendwie was lustig einzusprechen. Und dann hat sich das während des Praktikums parallel zu dieser Service-Redaktion, die mir irgendwie überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ja, wie sie so trocken anhört. Ja, ja. Und wenn sie Lust haben, dann können sie. Aber ich konnte endlich sprechen und meine Servicetexte selber einsprechen. Ja. Und dann hat Daniel halt gesagt, hast du nicht mal Lust, irgendwie was anderes auch zu machen, außer nur, und wer Lust hat, am Samstagabend nochmal so richtig Party zu machen, der findet um 22 Uhr im Bla. Also geht hin, schaut es euch an. 13 Fahrrad. Euro kostet der Eintritt. Alles klar. Und das war aber sehr unbefriedigend auf Dauer. Ja. Ich wusste, scheiße, mein Praktikum läuft aus. Und verdienst ja auch nichts in der Zeit. Ne? Praktikum und, ist gleich null, oder? Ja, es ist gleich null. Aber das Arbeitsamt, beziehungsweise gekoppelt ans Sozialamt, die haben trotzdem dann die Miete in der Zeit gezahlt. Ja, okay, das war also okay. Ja. Es war nicht viel lau. Und Daniel hat dann halt gesagt, hast du nicht Bock mit uns in die mal am Mikrofon so, wir machen manchmal so Hörspiele oder so ein Kram. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Und dann hat Daniel zu mir gesagt, ey, warum machst du denn keine Schauspielausbildung? Mhm. Und ich so, kann man das studieren?
Ja. Dann meinte er, das ist wieder typisch so Wedding, ne? Das ja, war bei mir auch ja, so, das ist so, dass ich dachte, wie studieren, ich kannte Schauspiel, ja niemanden. Ja, das war für mich ein ich absolutes... Ich wusste auch nicht, dass es Theater gibt. Ich dachte halt nein, Fernsehen. Nein, genau. Da ist das kann man doch nicht studieren. Man muss dann hochbegabt sein, dachte ich. Man, ja. Man muss alles irgendwie gut können. Ich, so. Wirklich, bis zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, dass das ein Beruf ist, den man studieren kann. Ja. Und Synchronsprechen zum Beispiel fand ich total schön, bis ich dann irgendwie aus allen Wolken gefallen bin, dass man natürlich eine Schauspielausbildung dafür braucht und da nicht einfach so hingehen kann. Und deswegen, das habe ich mir auch gar nicht zugetraut. Also da hatte ich so einen Respekt vor, da habe ich mich niemals gesehen am Leopoldplatz, weißt du, dann so. Und dann hat liebe Daniel gesagt, mach das doch. Und dann habe ich tatsächlich einen damaligen Freund von mir, der nämlich aus gutem Hause in Charlottenburg kam. Oh ja. Und dessen Freund ist Schauspieler am Burgtheater. Und irgendwie hatte ich das noch in Erinnerung. Aber mein damaliger Ex-Freund hat zu mir gesagt, Mensch, triff dich doch mal mit Matze. Der ist doch Schauspieler. Und ich so, ach ja, echt? Ja, der hat doch in Wien studiert. Der spielt am Burgtheater. Ja. Der kann dir bestimmt Tipps geben, wie man das macht. Ja. Und das war meine absolute Rettung. Ich habe mich da mit Matze getroffen. Der hat mir dann eine Liste ausgedruckt und meinte, hier, lernst du das und das und das. Und dann fährst du da so hin und ganz einfach. Und dann bewirbst du dich und dann sprichst du vor und dann kriegst du eine Absage, eine Zusage. Ach so, alles klar. Weil es gab ja nicht das Internet, wo du einfach... Nee, das gab nicht. Nichts. Also für heutige, gewusst, wo man so ein Demoband soll. Irgendwie selber schneiden kann, halt mit dem Handy oder so. Ja. Du musstest ja damals alleine, um so ein Demoband von dir zu erstellen, die dann auf VHS-Kassette drucken, mit deinem Gesicht drauf. Ja, vor allem und war einem das immer, Fotoshooting. Das Problem das war immer, ein ich habe mich mal an Theatern beworben, so Varietés und so in Berlin. Und dann haben die auch immer gesagt, hast du ein Demoband? Und die wollten halt ein Demoband haben, wo man vor Publikum steht, ja. Das macht, was man machen möchte, um denen zu zeigen, okay, das funktioniert, ja. Vor 250 Leuten. Das Problem war aber, ich habe ja nicht mal vor einer Person stehen können, weil ich mich ja bewerben wollte. Ja. Das war immer dieses Ding, gib uns mal ein Demoband. Genau. Ich habe gesagt, ich habe kein, wenn ihr mich nicht ohne lasst, Demoband kein dann kriegt diese Demoband nicht. Ja, genau. Ich habe sie gehasst. Ja, ich habe es auch gehasst. Showreel heißt genau, das dann, heute. Ja. Es ist früher halt, Demoband auf und das heißt, VHS. Du musst ja irgendwas vorweisen können, aber um dich an einer Schule zu bewerben, noch nicht. Da fängst du ja bei null an. Trotzdem musst du dich natürlich vorbereiten und irgendwie da so einen Monolog hinhauen. Oder am ich besten wusste, drei. Schauspielschule... was man da vorspricht. Die Räuber habe ich mir sagen lassen, da war ich dann aber 45 schon. Weißt du? Ja. Ich wusste nicht, was soll das? Null. Ja, ich wollte ja zum Fernsehen, ich wollte ja Fernsehstar werden, weißt du? Nee, ich wollte schon ans Theater, also oder sonst wohin, aber erstmal überhaupt, ich hatte auf einmal einen Plan, ich hatte irgendwas, wofür ich brenne, wo ich das dachte, das ist vielleicht ein Weg, vielleicht ist es das. Ja. Also endlich mal irgendwie was mich packt oder wo ich dranbleibe oder auf einmal sich Kräfte irgendwie entwickeln oder eine Lust und das war halt neu. Aber es war natürlich dann auch wahnsinnig frustrierend, dann an 10 Schulen dann direkt so kopfschüttelnd, also nur Absagen. Ne? Also alle Schulen haben abgesagt, alle. Ja, super. Ich bin das durch ist ganz super Deutschland. Für junge Menschen. Ich war auch wahnsinnig schlecht, muss ich dazu sagen. Weil ich weiß es immer nicht. Doch, manchmal ich war hört schlecht. Man nur von nein, Leuten, die sind nein. Jetzt Megastars ich und war, da wurde halt nein, gesagt, abgelehnt. Ich war schlecht. Nein, ich war schlecht. Also wenn ich war, hab ja nie vorgesprochen, weil wie gesagt, ich war 65, als ich dann wusste, was man überhaupt machen muss, kann, darf. Aber ich wäre auch ein Kandidat gewesen, der gesagt hätte, wenn ihr absagt, dann seid ihr halt doof. Ja, dann habt ihr ein großes Talent jetzt verpasst. Nee, also das Selbstbewusstsein hatte ich nicht. Ich war so schüchtern, dass ich noch nicht mal, als mir dann mein Freund damals gesagt hat, dann nimm doch Schauspielunterricht. Ja. Es gibt ja Schauspieler, die coachen dich dann für diesen Auftritt. Dann bist du richtig gut vorbereitet. Alleine, ich weiß noch, die erste hat mir einen grünen Tee gekocht und hat dann gewollt, dass ich mich jetzt auf den Teppich knie und dann loslege. Ich habe den Text auswendig gelernt. Ich war so schüchtern und habe dann immer gesagt, ja, der Tee ist aber lecker. Und habe dann so einfach, bis die Stunde um ist, gelabert mich einfach immer um den heißen Brei, um bloß nicht proben zu müssen und mir die Blöße zu geben, da unten jetzt irgendwie Jason rumzuschreien. Und keine Ahnung. Und habe immer gedacht, das schaffe ich alleine. Ich schaffe das alleine. Ich kriege das schon irgendwie hin. Ich habe es aber nicht hingekriegt. Bis auf die allerletzte Schule, die mich dann hätte nehmen wollen. Da war ich dann allerdings schon zu alt. Das war die in Potsdam, die
na, wie heißt es? Wolf. Die Konrad-Wolf-Schule. Wolf, genau, ne? Die Konrad-Wolf. Weil da war ich schon so, ich weiß, ihr nehmt mich nicht. Ja. Ich hatte natürlich unterdessen Übung und ein bisschen Eindrücke gesammelt, ja, und gelernt aus Fehlern. Und hatte da so ein Selbstbewusstsein in der letzten Prüfung. Das ist bestimmt auch so eine Leck-mich-am-Arsch-Haltung. Und ne? Was soll passieren? Ich habe da oben gestanden, gestrahlt und habe gesungen, ja, und lalalala, war mega angstfrei. Und es war mir dann auch einfach, man ist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Ja, ja, genau. Und dann haben die gesagt, ja, Frau Hüll, wir würden Sie gerne nehmen. Sie müssen nur wissen, dass all Ihre Kommilitonen, dass die sehr, sehr viel jünger sind als Sie. Mhm. Haben Sie wirklich Lust, 4 Jahre mit 17-, 18-Jährigen jetzt an den Start zu gehen, ja, und so viel Zeit in Ihrem Leben dann... Und dann, was macht er denn jetzt wieder so nie? Das? Ja, sie hat tatsächlich... Wie alt waren die denn? 2 Jahre, die Schüler, die Mitschüler? Oder? Nee, aber die waren halt 16 und ich war schon... Ja, 20? 26. Das ist für einen Schauspieler, für eine Schauspielerin. Aber hast du denn gemacht? Nö. Du hast es denn nicht gemacht? Ich hab's nicht gemacht. Weil sie zu mir gesagt hat. Warum? Warte. Da kannst du auch piepen. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber piep den einfach also weg. Die haben dann zu mir gesagt, Frau Hill, wir glauben da an Sie. Und haben Sie denn schon mal überlegt, das über einen kürzeren Weg zu versuchen? Dass Sie vielleicht in 2 Jahren fertig sind und das Studium haben? Und dann einfach viel schneller in den Beruf kommen, weil wollen Sie jetzt noch 4 Jahre rumgurken, dann sind Sie 30, über 30. Demotiviert. Ja, ja, und ich so, ja, aber stimmt. Aber wie jetzt 2 Jahre? Aber ich so, ja, stimmt. Wie jetzt 2 Jahre? Dann bin ich schon über 30. Wie weit jetzt 2 Jahre? Naja, Privatschulen gibt es auch. Woanders? Einige. Ja, genau, woanders. An der Pass Privatschule. Auf, wenn ich jetzt hier fertig bin, rufe ich in der Konrad-Wolf-Schule an. Nein, sag, die waren total Martina nett. Hill kommt jetzt. Jetzt ist der Altersunterschied noch viel, viel größer, aber die macht das jetzt. Nee, 4 Jahre. Jetzt hätte ich gar keinen Bock. Ich bring dich dann mal zur Schule. Ich gebe auch ich ehrlich mach dir zu, Brote und gebe dich an die Schule. Weißt du was, ich glaube auch, ich bin auch so ein Spezialist, ich glaube, ich hatte auch Schiss vor der Ausbildung und wollte sie dann nach. Ja. Ich glaube, ich habe es mir nicht zugetraut. Ich weiß auch, also ich war ja mal hospitieren, ich bin ja rausgeflogen, denn weil ich gelacht habe. Weil die da so eine Hausaufgabenkontrolle hatten, da war Dörte, Dörte war in der Mitte und die Hausaufgabe war, eine Toastscheibe verlässt den Toaster. So, und dann kniete sie sich so hin und sprang so hoch und spielte halt diese Toastscheibe, die den Toaster verlässt, und ich saß in der Ecke und musste lachen. Ich hab mich totgelacht und die Lehrerin, so ganz versteinerte Miene, dreht sich so um, hier wird nicht gelacht, dann müssen wir uns, glaube ich, trennen. Ach du meine. Und bin ich rausgeflogen. Ja. Und ich glaube, dass bei uns Komikern das vielleicht gar nicht so gut ist, wenn wir auf eine Schauspielschule gewesen wären. Also meine. Ob denn dieses Alberne, was einem, glaube ich, in einer Schauspielschule abtrainiert wird, da ist ja alles schon doch sehr ernsthaft. Ja. Wenig Hoffnung. Also wenig Hoffnung. Und es wird nicht gerne gelacht, weil ja. Ich glaube, bei Schauspielern, ich will jetzt keinen Streit hier vom Zaun brechen, aber bei Schauspielern ist Lachen, glaube ich, negativ besetzt. Na, Comedy jetzt Lachen zu der Zeit ist dann sowieso. Immer, ich lache über dich, ja, weil du kein Talent hast als Schauspieler, weißt du? Also ein bisschen verkopft. Ach so, ja. So weit habe ich. Also wenn wir Komiker anfangen zu denken, was wir jetzt machen, dann ist ja eh vorbei. Dann ist vorbei, ja. Also von daher. Also ich sag ja, ich glaube, es war trotzdem, gut. Pass so. Auf, ich rufe trotzdem bei der Konrad Nein. Wolf an und sag, du kommst jetzt Nein, nicht. Nein, bitte nicht. Du wärst jetzt fast gekommen, aber wir lassen das wir jetzt. Wir lassen das jetzt. Hat man Scheiß doch ja, alleine. Ja, ja. Nein, es war alles im Nachhinein gut, am so wie Arsch, es war. Am Arsch, die Räuber. Weil ich fand es ja toll, die Idee. Ach wie, weil ich wollte ja endlich mal was in der Hand haben, weil ich komme ja, ja. Weißt, mein Vater hat immer gesagt, ein mach eine Ausbildung, du musst was in der Hand haben. Ja. Das war irgendwie wichtig, ich brauchte eine Ausbildung. Ich kann doch nicht sein ohne Ausbildung. Ja. Ich brauche, auch für aber später, für die Rente und hast so. Hast du denn jetzt was schriftlich? Ja, pass, also, pass auf, wir machen das spannend. Nein. Wir beenden das jetzt hier. Oh nein, es darf nicht vorbei sein. Erklären, bitte nicht. Erklären das denn im Deluxe-Teil. Wir okay, gehen jetzt rüber. Okay. Das war jetzt Feelings. Wo gehen wir denn hin? Wir gehen jetzt in das Bernsteinzimmer, was wir gefunden haben. Da okay, nehmen wir jetzt den Deluxe-Teil auf. So, das war jetzt bis hier mit Martina. Nicht traurig sein, geht ja noch weiter. Okay. Im Deluxe-Teil. Meine Damen und Herren, bleiben Sie dran. Lach mich bitte nicht aus. Feelings Deluxe, exklusiv bei Amazon Music. Da gehen wir jetzt hin. Martina, danke schön. Oh, schön.
Kurt Krömer Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend Mo Anaisi. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.